das Internet mit den Dingen. Zeitlich und räumlich völlig enthemmter, grenzenloser Einkauf. Ein solches Ideal hat Folgen. Und der Konsum, der sich daraus ergibt, auch. Die Idee, jederzeit konsumieren zu können, stellt zunächst eine ungeheure Optionserweiterung dar. Oder weniger freundlich, dafür aber freudianisch gesagt, eine Potenzerweiterung. Ich lebe, weil ich kaufen könnte. Diese Potenz müssen wir uns immer wieder selber beweisen durch Konsum. Nur weil wir konsumieren können, halten wir auch uns für freie Wesen mit unglaublichen Wahlmöglichkeiten. Wir sind, was wir kaufen können. Aber war das immer so? Darüber möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen. Ich begrüße herzlich Ludger Heidbrink. Guten Abend. Er ist Professor für praktische Philosophie an der Universität Kiel und beschäftigt sich gerade in einer Vorlesung mit dem Thema der Verantwortung der Konsumenten. Er sagt, wir tun nicht, was wir wissen. Und ich begrüße Frank Trentmann, guten Abend, Historiker und Professor für Geschichte am Birkbeck College der University of London. Er ist Autor des tatsächlich bahnbrechenden Buches Die Herrschaft der Dinge, die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute, das ich auch auf unserer Internetseite kurz vorstelle. Seine Erkenntnis ist unter anderem, die Geschichte lehrt, dass Lebensweisen und Normen sich durchaus ändern. Herr Trentmann, welche Bedeutung hat denn Kaufen, das spielt ja eine wichtige Rolle in dem Film, den wir gerade gesehen haben, für den Konsum? Natürlich ist Kaufen wichtig, aber es ist nur ein Weg, mit dem Menschen Gegenstände erhalten. Schenken ist eine andere, weitergeben auch eine. Aber was viel wichtiger ist, ist, da hört natürlich der Konsum nicht auf und da fängt er auch nicht an. Wir müssen Konsum wirklich denken von Wünschen, Begehren, Ansprüche, Dinge zu haben und dann vor allen Dingen uns anschauen, wie die Dinge benutzt werden und wie sie dann letzten Endes auch entsorgt werden. Also spielt zum Beispiel der Lebensstil eine große Rolle? Lebensstil ist sehr wichtig. Wir haben ja eben auch schon ein bisschen davon gesehen in dem Film, der eher typischerweise, würde ich sagen, eine Frau herausgreift. Fälschlicherweise, weil auch Männer kaufen, klar. Und es dann leicht zu so Diskussionen kommt, dass Konsum dasselbe ist wie Shopping gehen und das sind die Frauen. Und die kaufen sich dann irgendwelche frivolen Handtaschen oder Schuhe, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Das ist viel zu kurz gefasst. Und vielleicht das Erste, was man sagen sollte, ist, dass der ursprüngliche Begriff Konsument, als er benutzt wurde im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, hauptsächlich eine gesellschaftliche und politische Rolle waren und Frauen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir sind Konsumenten und wir haben über das Portemonnaie die Macht, Einfluss zu nehmen auf Produktionsverhältnisse, auf Produktionsketten. Wir als Konsumenten haben nicht nur, können nicht nur an unser eigenes Glück denken, sondern wir haben Verantwortung und Pflicht für andere. Herr Heidbrink, wie erklären Sie sich das denn, also Stichwort Handtaschen, das könnten ja analog für Männer auch Uhren, vielleicht sogar Schuhe sein. Also wir haben vielleicht schon zwei oder drei und kaufen dann noch Nummer vier. Warum eigentlich? Also ich glaube, es gibt so ein angeborenes, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so ein ursprüngliches Bedürfnis, Dinge zu sammeln, zu besitzen, irgendwie mit ihnen umzugehen und sie zu verwenden. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Konsum hat ja eigentlich eine interessante Eigenschaft. Also nämlich, wenn man sich genauer anschaut, können wir ja nicht nicht konsumieren. Also wir müssen verbrauchen. Wir konsumieren eigentlich permanent. Ne? Also irgendwas konsumieren wir, ein Glas Wasser oder wir fahren mit dem Auto irgendwo hin oder essen. Das sind alles Konsumvorgänge. Und es ist sehr schwierig, sich eine Welt vorzustellen, in der man gar nicht konsumiert. Und interessanterweise hieß übrigens Konsum ursprünglich oder wurde verstanden als Vernichtung von Dingen und Stoffen und Materialien. Also ein Prozess sozusagen der Aneignung von Material, das wieder ausgestoßen wird. Also wie so ein Naturkreislauf, wenn man das so nennen will. Diese Vorstellung ist uns irgendwie verloren gegangen und der Konsum hat sich ja in dem Laufe der Jahrhunderte sehr stark geändert, dass wir eben nicht mehr sozusagen in einem Austauschprozess stehen, sondern dass wir eben möglicherweise überflüssige Luxusgegenstände anhäufen, die wir dann eben nicht mehr konsumieren, sondern nur gekauft haben und in den Schrank hängen. Aber vielleicht ist eine Sache gleich geblieben über die Zeiten. Da würde mich Ihre Meinung interessieren. Im Film fiel ja das Stichwort Glück. Es geht also nicht nur um Dinge, sondern die Dinge sind sozusagen gekoppelt mit Träumen und Fantasien. Und das Versprechen ist, wenn du das kaufst, dann
geht diese Fantasie, diese Sehnsucht tatsächlich auch in Erfüllung? Jetzt machen wir natürlich die Erfahrung, dass die Dinge nicht wirklich fliegende Teppiche sind, die uns an den Ort der Sehnsucht transportieren, sondern wir haben etwas und sind immer noch nicht glücklich. Das heißt, wenn wir Dinge konsumieren, erfüllen wir zwar Wünsche, aber unsere Sehnsucht nach Glück, nach dem, was uns wirklich glücklich macht oder frei macht oder wie auch immer, die bleibt unbefriedigt. Ist das nicht eine Struktur, die sich über die Jahrhunderte nicht verändert hat? Muss ich Sie enttäuschen? Also es gibt natürlich biologische Faktoren, die uns dazu nötigen zu konsumieren, sonst sterben wir. Aber es gibt eine riesige Revolution, wirklich in der Neuzeit, beginnend im 15. und 16. Jahrhundert, wo überhaupt Konsum als etwas Positives gesehen wird. Also wir müssen uns daran erinnern, dass für den Großteil der menschlichen Geschichte bis zur italienischen Renaissance, 15. Jahrhundert, Konsum als etwas Negatives gesehen wurde. Also das Verlangen nach Luxusgütern zum Beispiel war verpönt. Und es wurde, es gab die Angst, dass Gegenstände die Seele letzten Endes stehlen und Menschen von dem eigentlichen Pfad der Tugend ablenken. Aber ich konnte nie genug zum Beispiel Gebet oder Hostien oder Ablässe oder Eucharistie feiern haben, weil die hätten meiner Seele und meinem Glück ja geholfen. Vielleicht, aber das ist ja auch eine Form von vielleicht, aber der große Konsum. Unterschied ist, dass wir erst wirklich seit dem 16. 17. Jahrhundert gesellschaftliche und kulturelle und auch politische Antworten hervorbringen und Diskurse haben, die Konsum als etwas Positives legitimieren. Also wo wir uns letzten Endes gar nicht so viele Gedanken machen. Also korrigiere ich mich, ist es ab dem 15. Jahrhundert so, dass die Dinge mit dieser Sehnsucht, diesem Glücksversprechen verbunden sind und dass wir deshalb versuchen, uns immer wieder diese Wünsche zu erfüllen? Aber es ist ja nicht nur ein Glücksversprechen. Also ich glaube, Glück ist nicht unbedingt der entscheidende und vielleicht richtige Begriff hier. Konsumieren ist nicht nur Shopping, sondern hauptsächlich ermöglicht es uns, Aktivitäten zu vollbringen. Also das zu tun, was wir gerne tun möchten. Also nicht der Kauf, sondern die Umsetzung. Und diese Aktivitäten sind Teil unseres eigenen Ichs. William James im 19. Jahrhundert hat den sehr schönen Begriff eingeführt, das materielle Selbst. Und dass Dinge werden Teil unserer Identität, unserer Persönlichkeit. Und wenn uns die Dinge weggenommen würden, könnten wir nicht mehr so leben, wie wir leben möchten. Wir würden uns reduziert vorkommen in unserer Persönlichkeit. Ich glaube übrigens, dass diese These nicht ganz stimmt, dass es nur immer diese kurzfristigen Glückserfahrungen gibt. Man nennt das ja auch die hedonistische Tretmühle, nicht? Also man befriedigt seine Ansprüche. Nach 3 Minuten sind die Befriedigungen vorbei und man muss das Anspruchsniveau erhöhen. Dopaminspiegel und wie ein Hamster im Laufrad steigert man immer wieder seine Ansprüche und am Ende bleibt man ein unglücklicher Mensch. Ich glaube, das ist irgendein Missverständnis dahinter, was eigentlich Glück bedeutet, als ob Glück etwas ist, was in einer Konstanz geschieht. Nicht? Also wir kennen ja in der Philosophie Vorstellung des glücklichen Lebens, das als Ganzes geführt wird. Aber das ist auch nur eine Vorstellung des Glücks. Es gibt ja kurzfristige Glücksereignisse. Und was spricht dagegen, wenn man sagt, man hat 3 Minuten Glück und dann hat man am nächsten Tag wieder 3 Minuten Glück? Das kann auch eine Glücksutopie sein oder ein Glücksversprechen. Gut, wenn es nicht am Glück liegt, wir haben eben im Film gehört, und das ist ja möglicherweise falsch, jedenfalls habe ich das in Ihrem Buch gelernt, dass der Adel, also die Aristokratie, der entscheidende Motor für Konsum ist, weil wir als untergeordnete Leute versuchen ja die Adligen und die Aristokratie, also heute sind es vielleicht die Popstars oder die besonders erfolgreichen Unternehmer im Silicon Valley, zu imitieren. Ja, das ist eine ganz etwas altertümliche Ansicht, in der der Adel bestimmt und die Unteren nach oben schauen und alles nachahmen. Das ist so ein bisschen arrogant und paternalistisch. Wenn wir uns anschauen, wo sind die großen Konsumgesellschaften gewesen zuerst, ist es Holland und England. Und da ist es nicht in erster Linie der Adel, sondern eine wirklich breite Mittelschicht, die den Konsum also entdeckt. Handwerker zum Beispiel. Handwerker auch. Handwerker, professionelle Beamte, Rechtsanwälte, Händler, also Pastoren. Für die der Konsum, also zum Beispiel Kleidung
und auch häuslicher Komfort eine möglich ist, eine eigene soziale Identität zu stiften, die sie absetzt von der Aristokratie. Wie waren das in China zum Beispiel? China ist ein höchst interessanter Fall, weil im 15., frühen 16. Jahrhundert in China auch es eine größere Zirkulation von Gütern gab, bis hinunter in die ländliche Bevölkerung, und das dann aber stagnierte. Und es gibt große Debatten darüber, warum das stagnierte. Aber ein wichtiger Grund ist, dass es weniger Städte gab in China. Städte sind Magnete für Konsum. China hatte die nicht. Und das Zweite ist, dass China nie einen expansiven Drang zu Kolonialreichen hatte. Und die sind sehr wichtig im europäischen Kontext, weil dort die exotischen Güter herkommen, wie Zucker, Kaffee, Kakao, Tee. Neuigkeiten, neue Produkte, also die Sucht nach Neuigkeiten ist eine sehr europäische kulturelle Tendenz. Wir werden verführt. Das bedeutet doch eigentlich, dass wir dumme Idioten sind. Genau, würde ich auch sagen. Ist das so? Ja, und ich halte das auch für einen Mythos letztendlich. Also natürlich gibt es mehr oder weniger intelligente Marketing- und Werbekampagnen, die uns, sagen wir mal, vielleicht verleiten, etwas zu kaufen. Aber dass wir verführt werden, und zwar im Sinne der Manipulation, etwas zu kaufen, was wir gar nicht haben wollen unbedingt, das halte ich für völlig überzogen. Also ich glaube, das findet aus zwei Gründen statt. Zum einen entlasten wir uns von eigener Verantwortung dadurch. Mhm. Das heißt, wir schieben den Kauf auf die Marketing-Experten. Ich konnte ja nicht anders. Ich konnte nicht anders. Die böse Werbung, die Bedürfnisse erst weg, die wir dann haben. Vorher, ich meine, das tun Sie, ja, keine kein Frage. Bedürfnis. Das ist durch die Werbung eigentlich erst entstanden und durch den Kapitalismus sowieso. Und zum Zweiten neigen wir dadurch auch dazu, dass wir uns selber, das ist sozusagen die Kehrseite, entmündigen. Also wir nehmen uns einen Teil unserer eigenen Mündigkeit, indem wir sagen, wir sind eigentlich keine autonomen Konsumenten, wir sind keine selbstbestimmten Verbraucher, wir sind Opfer der Marketing- und Werbeindustrie. Okay, eins weitergedacht, sind wir nicht aber manchmal doch Opfer von massivem Lobbyismus? Ja, also man muss es vielleicht noch ein bisschen differenzieren, zugegebenermaßen. Also natürlich haben wir Fälle, in denen Einfluss genommen wird auf das gesamte Produktangebot, auf die Optionen, die wir am Markt haben. Also ob wir ein höheres oder größeres nachhaltiges Sortiment zum Beispiel im Supermarkt vorfinden, das ist natürlich eine Frage auch der Produktstrategie eines Unternehmens oder des Supermarktes. Und das hängt auch sicherlich stark von Form des Lobbyismus ab. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Aber da kann der Konsument natürlich auch was machen, indem er feststellt, dass zum Beispiel in seinem Supermarkt das Angebot an nachhaltigen Produkten relativ schlecht ist. Kann er zum Supermarktleiter gehen und sagen, also nebenan kriege ich die Sachen oder in meinem Biomarkt bekomme ich die Sachen. Wieso bietet ihr nicht mehr an in dieser Richtung? Also ich glaube, es gibt viel mehr Einflussmöglichkeiten der Konsumenten auf solche Vorgänge, als man denkt. Eine Einflussmöglichkeit, und die ärgert mich riesig, da könnte ich jetzt ganze Stunden drüber reden, ist diese sogenannte geplante Obsoleszenz. Das bedeutet, und ich könnte ein wunderbares Beispiel aus der Autowelt bringen, habe ich viel Erfahrung mit und selber recherchiert. Die Schweine bauen ein Auto so, dass sie wirklich wissen, nach 240.000 Kilometern geht nicht der Motor kaputt. Nee, aber es geht zum Beispiel der Turbolader kaputt und dann geht der Katalysator kaputt. Und je nachdem, was das für ein Auto ist, ist es eben verdammt teuer. Und das ist ja nicht nur mit Autos so. Man fragt sich, was für ein Wahnsinn in Sachen Vergeudung von Rohstoffen, Wasser und so weiter. Sondern das ist ja mit vielen anderen Produkten auch der Fall. Seit wann macht man das eigentlich? Hat man das immer schon gemacht? Also die ursprüngliche These der geplanten Obsoleszenz kommt aus den 1950er Jahren. Und das Auto war ein typischer Fall. Und Vance Packard, ein berühmter amerikanischer Kritiker, stellte dar, wie die Autos bewusst so gebaut wurden, dass sie nach 3 Jahren auseinanderfallen. Also wir müssen erinnern, es war früher nicht unbedingt alles besser. Also Autos sind leichter auseinandergefallen, als sie es heute tun. Also man muss das Produkt spezifisch sehen. Das Handy, also das Mobiltelefon, ist eine ganz andere Produktgeschichte. Und da haben wir interessante Entwicklungen, die ganz anders laufen in verschiedenen Ländern, wo verschiedene Rechtsrahmen und Maßnahmen existieren, um entweder geplante Obsoleszenz zu fördern oder sie zu hindern. Also vor ein paar Jahren hieß es, every 2 years new.
alle 2 Jahre ein neues Cellphone, weil bestimmte Komponenten oder Software sich verändern. Was mit den bescheuerten Verträgen ja zusammenhing. Also richtig. Weil die Verträge für auf 2 Jahre lauten, heißt richtig. Es alle 2 Jahre neues Handy. Aber es gibt eben andere Vertragsmöglichkeiten, ja. die auch erprobt worden sind, wo Leute dann ganz glücklich sind und das Telefon wieder einreichen und es umbauen lassen und dasselbe Telefon wieder haben. Nicht? Also man muss da zwischen den verschiedenen Produkten schon unterscheiden. Ich will hier nicht die Industrie vertreten, aber der Verteidigungsgrund, den muss man sich natürlich auch überlegen. Wir wollen natürlich eine effizientere Welt haben. Also wir wollen eine nachhaltigere Welt haben. Also es gibt einen guten Grund, dass wir nicht veraltete Technologien ewig lange am Leben halten wollen. Ich will keinen Kühlschrank haben, der 30 Jahre alt ist, weil er nicht nachhaltig ist. Aber ich kann einen 4-Zylinder-Dieselmotor, also bei einigermaßen guter Pflege, durchaus 1 Million Kilometer, auch wenn es jetzt absurd klingt, aber durchaus 1 Million Kilometer fahren. Ich kenne Leute, die das gemacht haben. Wenn natürlich der Rest des Autos geplantermaßen kaputt geht vorher, kann ich es nicht. Das heißt also, an unser Thema eben anzuknüpfen, wir hätten politisch durchaus die Macht, über die Veränderung von Rechtsrahmen sowas heftig zu sanktionieren und zu verhindern. Ja, und es kommt noch etwas hinzu. Es gab ja kürzlich eine Untersuchung des Freiburger Öko-Instituts zu diesem Thema geplante Obsoleszenz. Und das Resultat war, dass es das eigentlich in der Form nicht gibt. Also, dass die Produkte von vornherein von den Herstellern so gebaut worden sind, dass sie nach 4 Jahren auseinanderfallen, sondern das Problem besteht darin, dass die Konsumenten nach einer bestimmten Zeit die Produkte wechseln. Und zwar früher, als das in ehemaligen Jahren der Fall war. Ich hatte nicht vor, es zu wechseln. Ja gut, also das ist ja eine Durchschnittsbeobachtung. Ja, also heute kauft man nach 5 Jahren einen neuen Fernseher, vor einigen Jahren hat man nach 6 Jahren einen neuen Fernseher gekauft. Und dass diese Wechselmentalität halt zugenommen, beim Handy sowieso. Und die Hersteller können das relativ gut abschätzen und deswegen investieren sie gar nicht mehr in die Produkte, dass sie über diese erwartete Nutzungsdauer hinausgehen. Das heißt, da gibt es keinen eingebauten Mechanismus, sondern das ist im Grunde eine Kalkulation, wie lange will der Konsument mein Produkt haben. Und damit liegt die Verantwortung wieder beim Konsumenten. Würden die Konsumenten die Produkte in der Masse, nicht nur sie, sondern alle länger nutzen wollen, dann hätten wir wahrscheinlich möglicherweise wieder längere Lebensdauer. Das bringt mich zu einer anderen Frage, die mit diesem Neuwert oder dem More, also immer mehr haben, immer das Neueste haben, zusammenhängt. Wir kaufen immer mehr Dinge und horten die sozusagen. Es gibt ja Untersuchungen darüber, wie viele Klamotten den Schrank nie verlassen, obwohl wir sie gekauft haben. Hartmut Rosa, der Soziologe, macht den Unterschied zwischen Konsum und Konsumieren, also Verbrauchen. Sein Beispiel ist Objekt bürgerlicher Begierden. Ich kaufe einen Flügel. Die werden auch immer billiger, weil wir sie massenhaft herstellen. So, diesen Flügel zu konsumieren, sprich ihn zu spielen, zu gebrauchen, ist vor 200 Jahren genauso anstrengend gewesen wie heute. Ich muss nämlich verdammt noch mal Klavier spielen lernen. Dasselbe gilt für Sportgeräte, für technische Geräte und so, mit denen ich mich erstmal vertraut machen muss, um sie wirklich bedienen zu können. Das heißt, wir kaufen immer mehr, besitzen immer mehr, aber konsumieren eigentlich immer weniger. Sprich, wir gebrauchen diese Dinge, die wir haben, immer weniger. Das finde ich sehr paradox. Das wäre auch paradox, wenn es so einfach und wahr wäre. Also da Sie das Klavier oder den Flügel ansprechen. Was interessant ist, dass in den letzten 20, 30 Jahren die Anzahl von Bürgern, Kindern, Frauen, Männern, die ein Musikinstrument lernen, zugenommen hat. Und die Zahl der Chöre, Amateurquartette und so weiter und so fort auch zugenommen hat. Also das Paradoxe ist, dass wir beides tun. Wir kaufen mehr und kaufen schneller, aber wir haben auch den Anspruch, dass wir bestimmte Freizeitaktivitäten intensiv benutzen. Und insbesondere im Bildungsbürgertum ist es sehr wichtig, diese Kompetenzen zu erlangen und sie zu demonstrieren. Und das sind sehr zeitintensive Kompetenzen. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch nicht Golf spielen, also mich interessiert Golf nicht, aber ich kann nicht Golf spielen und Klavier spielen und auch noch ein Experte für neue finnische Literatur sein und ich weiß nicht was, und auch noch Italienisch sprechen. Sie vielleicht nicht, aber viele der Zuhörer versuchen das und versuchen es zu schaffen.
durch zunehmende Mobilität. Da kommen wir dahin. Nicht? Also es ist also eine rastlose Gesellschaft, die von einer Freizeitaktivität zur nächsten geht. Also wir gehen nicht nur in die Oper, sondern vorher gehen wir noch ins Fitnessstudio, dann treffen uns noch mit Leuten in einem besonderen asiatischen Restaurant, damit man dokumentieren kann, dass man auch die Rezension gelesen hat, wo das beste oder hipste Restaurant ist. Und dann müssen die Kinder noch hin und her gefahren werden, um ihre Kompetenzen zu erlernen. Und das ist etwas grundsätzlich Neues, was es vor 100 Jahren nicht gab. Also das Hauptproblem in diesem Bereich liegt, glaube ich, darin, dass es bestimmte Produkte gibt, vor allen Dingen jetzt im Discounterbereich in der Mode, der Bekleidungsindustrie, die man ja unter diesem interessanten Begriff Fast Fashion fasst, die genau dieses Phänomen darstellen. Zara ist da zum Beispiel, also Inditex ist, steht ja als Holding dahinter. Es gibt ganz andere Firmen, die im Grunde ja eigentlich nur noch herstellen, damit man mit 32.000 T-Shirts wieder aus dem Laden geht, von denen man 31.900 in den Schrank hängt und die restlichen 100 dann ab und zu mal anzieht. Und das wiederholt sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und die Produkte sind eigentlich nur darauf angelegt, dass man sie kauft und weghängt und dann möglicherweise wegwirft. Aber was haben wir noch mal, ich verstehe das noch nicht ganz. Was haben wir davon? Naja, der Filmbeitrag am Ende hat es ja am Anfang eigentlich ganz gut erklärt. Also es gibt eben so ein Bedürfnis, Gegenstände zu kaufen. Und es gibt anscheinend so etwas wie eine Lust des Kaufaktes. Und ich glaube. Aber Herr Trentmann hat gesagt, das ist neu, das gab es nicht immer. Ja, aber wir reden ja von der Gegenwart. Ne? Okay, also, ja, stimmt. Also ich glaube, wenn ich kurz dazu beisteuern kann. Also ich glaube, ein großer Unterschied zwischen unserer heutigen Gesellschaft und früheren Gesellschaften ist, dass wir davon ausgehen, dass wir im Laufe unseres Lebens unsere Identität wechseln und ändern und aktiv konstruieren können. Wir tauschen Kleider, wir tauschen Ehepartner, wir tauschen Autos und so weiter und so fort. Und wir wissen, also bei der Mode, das ist ein wichtiger Grund. Nicht? Also heute wird davon ausgegangen, dieses Jahr will ich jemand anders sein. Mhm. Das heißt, die Kleider vom letzten Jahr passen letzten Endes nicht mehr zu dem, zu meiner Persönlichkeit, weil die Persönlichkeit sich verändert hat. Ja. Während vor 100 Jahren wäre man davon ausgegangen, dass zwischen 20 und 40 man hat mehr oder weniger dieselbe Identität. Also wahrscheinlich wäre es interessant, das mal zu untersuchen, wie weit es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was man jetzt ja so das hybride Subjekt nennt oder das hybride Ich, also die Menschen, die im Grunde keine wirkliche Identität mehr haben, sondern in einer Welt leben, wo sie ihre Identität häufig wechseln oder ihre Rollen wechseln. Das ist so etwa in den, sagen wir, 70er, 80er Jahren aufgekommen, diese Vorstellung des Menschen. Und wenn in diesen 70er, 80er Jahren das angefangen hat, dass man Mode entsprechend mehr konsumiert, ne? Dann hätten wir ja vielleicht sogar eine Erklärung dafür, dass das eben eine Form von permanenter Selbstinszenierung ist auf der Grundlage eines nicht vorhandenen Ichs. Dass sich immerhin wieder neue Rollen hinein träumt und vorstellt, was es und wer es sein könnte. Aussteigerbewegung hat es immer gegeben oder lange schon gegeben. Trotzdem hat sich nichts geändert. Oder wenig. Also wir haben, ich musste schmunzeln bei dem Beitrag über den Architekten, der große Bruno Taut, Architekt in Weimar in den 20er Jahren, hat viel darüber geschrieben, dass wir ein eher spartanisches, leeres, japanisches Haus haben sollen, in dem wir dann reflektieren können über unser eigenes Ich und unsere Zukunft. Das hat sich natürlich nie durchgesetzt. Die Leute wollten dann Wandschränke und Sofas und andere Dinge, die sie vollgestopft haben. Und ebenso die Idee, dass wir mit 20 Stunden Arbeit locker auskommen können. Natürlich können wir das. Das haben aber auch schon Leute in den 20er, 30er Jahren gesagt. Und es eben nicht passiert. Und das müssen wir, glaube ich, ernst nehmen, warum es nicht passiert ist. Es ist nicht so einfach, dass wir sagen können, es wäre möglich, sondern es gibt gute Gründe, dass Gesellschaften nicht diesen Weg gegangen sind. Wahrscheinlich eine Riesendiskussion, aber kurz, warum? Ein Grund dafür ist, dass Leute wirklich gerne arbeiten. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also wir tun so, dass Leute am liebsten 20 Stunden nur arbeiten wollen und dann zu Hause sitzen. Für viele Leute ist der Arbeitsplatz heute viel attraktiver als vor 100 Jahren, wo sie in der Fabrik oder in einem Kohlewerk gearbeitet haben. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass wir wirklich durch Konsum viel mehr Sachen machen können,
ob wir die nun immer durchsetzen, aber zumindest die Erwartung haben, als wenn wir uns zurückschrauben. Und das gibt uns die Erfüllung, Freizeitmöglichkeiten zum Beispiel nachzugehen, mit der Familie in verschiedenen Arrangements zu leben, die nicht möglich wären in 4,6 Quadratmetern. Mhm. Trotzdem, wir haben ja gesagt, okay, es gab Aussteigerbewegungen, aber die haben nicht viel, darauf haben wir uns geeinigt, verändert. Wie können wir denn jetzt was verändern? Weil, also wir haben das ja vernünftigen Konsum genannt. Also wenn man vernünftigerweise, man kann jetzt lange drüber nachdenken, was ist Vernunft, lassen wir mal an der Stelle. Also wenn man vernünftig konsumiert, kommt man ja dahin zu sagen, bestimmte Dinge sind einfach bescheuert. Also wir hatten letzte Woche eine Sendung über Alkohol. Alkoholwerbung ist bescheuert. Rauchen ist im Grunde genommen auch dumm. Zu viel Fleisch zu essen hat massive Schäden. Dauernd rumzufliegen auch. Also es gibt so ein paar Sachen, die kann man ganz klar benennen und sagen. Und trotzdem ändert sich nichts. Also was sollen wir tun? Naja, das ist jetzt natürlich das Hauptproblem. Also erstmal gibt es natürlich keinen Masterplan dafür, aber es gibt mehrere Ansatzpunkte. Also die Idee, die auch jetzt von Nico Pech da demonstriert worden ist, dass man gewissermaßen aussteigt aus der Wachstumsgesellschaft und sich alternative Pfade sucht, finde ich persönlich absolut sympathisch, finde ich absolut prima. Aber sie ist eben kein Modell für unsere Gesellschaft, also was lebensfähig ist. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass für viele das ein Verzicht ist, der negativ wahrgenommen wird. Also wir haben ja in den letzten Jahren immer Diskussionen darüber, dass gesagt wird, ja, Verzicht ist super. Mhm. Wenn wir verzichten, weniger ist mehr. Weniger ist mehr, werden wir glücklichere Menschen. Ja, aber wenn das so wäre, dann würden die Menschen, glaube ich, Verzicht üben. Sie die Antwort darauf ist ja, sie haben es noch nicht richtig gelernt. Ja, sie das ist die Antwort darauf, aber ich glaube, so dumm sind die Menschen nicht. Sie könnten das, glaube ich, schon machen. Sie würden es auch lernen, wenn der Verzicht für sie tatsächlich eine Option wäre, also wenn das glückssteigernd wäre. Aber der Verzicht ist für die meisten eben unangenehm, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist das eine Problem, dass wir eben so eine gewisse Aversion haben, Dinge zu verlieren. Ne? Also, die wir immer haben. Das ist die Lost Aversion. Also wir haben einfach so eine Abneigung dagegen, etwas, was wir besitzen, wieder wegzugeben. Also wenn ich jetzt von ein Außerirdischer wäre, würde ich sagen, ist ja nett, dass ihr Menschen so empfindet, aber es tut mir leid, wenn ihr so weitermacht, ruiniert ihr die Erde, Punkt. Ist auch so. Also müsst ihr euch runterschrauben. Das ist ja faktisch so. Ne? Also der berühmte Overshoot Day, der Planetary Overshoot Day, ist seit 40 Jahren von Ende des Jahres auf den August vorgerückt, also der Tag, an dem wir die Ressourcen der Erde verbraucht haben. Für ein Jahr verbraucht. Für ein Jahr verbraucht. Innerhalb von 40 Jahren. Das heißt, wenn es so weitergeht, in 80 Jahren ist also noch die Erde tot. Nochmal meine Frage, was machen wir? Genau. Und das ist, glaube ich, die allerinteressanteste Frage, was man machen kann. Also ich glaube, wir müssen im Grunde die Menschen stärker überlisten und an die Hand nehmen, das zu tun, was sie im Prinzip selber tun wollen, aber wozu sie eben häufig nicht in der Lage sind. Das klingt nach Nudging, also paternalistischen Vorgaben, bis hin zur chinesischen Administration, die sagt, dieser Schnellzug, der besser ist als ein Flugzeug, der wird halt 1000 Kilometer lang durch deinen Vorgarten gebaut. Naja, das ist jetzt schon eine Regierungsentscheidung, würde ich sagen. Also da gibt es natürlich viele Abstufungen zwischen dem, dass man den Konsumenten hilft, Dinge einfacher zu tun, die sie ja nach eigenem Bekunden tun wollen. Also gesünder leben, sich um ihre Gesundheitsvorsorge kümmern, nachhaltige Produkte zu kaufen. Das kann man, glaube ich, durch gewisse Unterstützungsmaßnahmen leisten. Also indem man die Kennzeichnung deutlicher macht im Supermarkt, die Produkte so präsentiert oder aufbaut, dass sie einfacher greifbar sind. Heißt für die Politiker ganz klare Anti-Lobby-Arbeit. Heißt massiv gegen Autolobby, Lebensmittellobby, Alkohollobby und so weiter einzutreten, um da wirklich Änderungen zu erreichen. Deswegen ist das auch nur ein Weg. Ich hatte ja eben schon gesagt, die Konsumenten müssten auf der gleichen Schiene versuchen, selber Druck auf die Politik auszuüben und auf den Lobbyismus, der in der Politik diese Macht immer noch besitzt. Das ist völlig richtig. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen naiv klingen, so nach Privatisierung von Nachhaltigkeit. Alles wird den Konsumenten überlassen. Das ist aber nicht der Fall, sondern es geht um ein intelligentes Zusammenspiel zwischen den Konsumenten, die mehr Eigenverantwortung übernehmen, sich auch ihrer Schwächen dabei bewusst. Ja, ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Also, dass sie nicht hinter bestimmten Utopien oder Traumbildern herlaufen, die eben vielleicht für wenige interessant sein können oder realisiert werden können, sondern die in der Masse ja realisiert werden müssten. Also ich glaube, wir müssen mit den Konsumenten arbeiten. Wir können nicht gegen die Konsumenten arbeiten. Aber ich denke auch, dass wir zu viel in der allgemeinen öffentlichen Diskussion immer auf den Einzelnen schauen. Wir wollen, dass der Einzelne etwas tut. Mhm. Wir wollen, dass der Einzelne verantwortungsvoller ist.
Konsum ist aber nicht eine einzelne Sache. Konsum ist eine gesellschaftliche Sache. Sie hat mit Lebensgewohnheiten zu tun, also das Beispiel des Hin- und Herfliegens. Es ist ja nicht, dass ich morgens aufwache und sage, ach, jetzt fliege ich mal irgendwo schnell hin. Nein, das Fliegen hat sich als ein Teil unserer Freizeit- und Arbeitskultur entwickelt. Das sind also ganze Gewohnheiten und wir müssen an die Gewohnheiten rangehen und die verändern. Zum Beispiel städtische Mobilitätsmuster verändern, wie das in Paris jetzt auch gemacht worden ist. Und um das zu machen, können wir nicht auf den Einzelnen schauen, sondern wir müssen wirklich Bürgerbewegungen und Konsumentenvereine, Regierung und auch Städteplaner und Ingenieure und Architekten zusammenführen. Dass das möglich ist, wissen wir aus der Geschichte, weil im frühen 20. Jahrhundert ist genau das in Japan passiert. Nicht die große Lebensreformbewegung, die wirklich den Wohnraum und die Lebenspraktiken, also wie Kochen, Waschen und sowas, total verändert hat in 10, 20 Jahren. Und das habe ich ja unter anderem aus Ihrem Buch gelernt. Das sind alles historisch kontingente und damit veränderbare Prozesse. Man kann das ändern, wenn man es ändern will. Ja, und das ist unser großes Problem heute, dass wir so ein bisschen ahistorisch und fantasielos sind und denken, wir leben einfach so weiter, wie wir jetzt leben, nur ein bisschen effizienter. Wo ist die beste Technologie? Was wir machen müssten, ist uns hinsetzen mit der Regierung, mit Bürgerbewegung und sagen, wie sollen und wollen wir eigentlich leben und welche Lebensgewohnheiten wollen wir ändern? Ich meine, da sind wir vielleicht deshalb auch ein bisschen dumm, weil die Antwort auf diese Frage lassen wir uns ja zum Beispiel vom Silicon Valley diktieren. Die sagen, ihr wollt doch alles so leben, dass ihr diese Geräte habt und nutzt und keine Ahnung, ihr müsst sie gar nicht mehr kaufen, ihr könnt sie übers Internet beziehen. Also ich brauche keine CDs mehr zu kaufen, ich kann streamen, ich muss sie gar nicht mehr besitzen. Das heißt, uns werden noch ganz viele technologische Antworten eigentlich vorgegeben auf die Frage, wollen wir so leben? Müssten wir jetzt abstimmen, wie wir leben wollen? Nein, nicht abstimmen, aber wir müssten schon, glaube ich, eine ernsthafte Diskussion haben, wie wir in 2050 leben wollen. Dass das anders sein kann. Die Zukunft ist nicht nur eine Verlängerung der Gegenwart. Haben wir ein Demokratieproblem? Ist das letztlich der Schlüssel? Naja, ich würde es nicht direkt Demokratieproblem nennen. Es ist vielleicht eher ein Problem der Bereitschaft, eigene Lebensmuster in einer Demokratie zu ändern oder mit Hilfe der Demokratie zu ändern. Das heißt auch mit demokratischen Maßnahmen. Demokratie bedeutet ja unter anderem für einen Politiker, ich muss Mehrheiten organisieren. Ja. Wenn jetzt die Mehrheit sagt, Leute, der Planet geht unter, aber ich will nicht verzichten, weil mein Leben wird einfach schlechter durch. Ich will es einfach nicht. Aber wie viele Leute stehen gerne im Stau? Wie viele Leute freuen sich, wenn sie mal wieder einen Bahnanschluss verpassen, weil sie von A nach B hetzen? Den Bürgern einen Plan vorlege und sagt, okay, wir können hier andere Mobilitätsmuster haben, wo wir weniger Staus und weniger hin und her fahren. Das haben, behauptet die Bundesbahn seit 20 Jahren, dass sie das Problem. Ja, im Ernst, ich gebe Ihnen völlig recht. Es ist furchtbar, im Stau zu stehen. Aber ich habe keine Möglichkeit im Moment, also jetzt konkret in meiner Lebenssituation, mit öffentlichen Verkehrsmitteln genau dahin zu kommen, wo ich hinkommen will. Das ist einfach leider so. Ich wohne bescheuert, Vielleicht die Möglichkeit, dass die Dinge, zu denen Sie im Moment hinfahren, zu Ihnen kommen. Ja, dann müssten wir ein Studio bei mir einrichten. Okay, warum nicht? Ja, in der Tat, es gibt viele Prozesse und Vorgänge im Alltag, die man ändern kann und die mit größeren Annehmlichkeiten einhergehen. Ne? Also wie etwa im Stau stehen, das verursacht bei den meisten Stress und Ähnliches. Aber es gibt viele Dinge, die werden tatsächlich unangenehm sein, wenn wir sie ändern. Ja, klar. Und das ist eben der Punkt. Und da kann man, glaube ich, nicht weiter argumentieren, dass das irgendwie so eine Form von positivem Verzicht ist. Sondern ich glaube, in Zukunft brauchen wir eher eine Diskussion, wenn Sie sagen, wir brauchen bis 2050 vielleicht neue Zukunftsentwürfe, das lautet, dass wir in der Zukunft einfach ein weniger komfortables Leben führen müssen. Also den Gürtel enger schnallen im Sinne, dass es unangenehmer wird. Ja, aber das muss man auch einfach mal sagen. Komfortniveaus und Komfortvorstellungen haben sich radikal geändert im 20. Das Jahrhundert. Das ist richtig. Also warum, Gott sei Dank. Warum sollen wir annehmen, dass die ganze Welt Air Conditioning zum Beispiel braucht? Man kann Häuser anders bauen, dann braucht man kein Air Conditioning. Man kann sich draußen auf der Veranda treffen. Also das habe ich jetzt unter anderem mitgenommen. Wir müssen uns darüber verständigen, wie wir leben wollen und das auch umsetzen, rational sozusagen konsumieren. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie, meine Damen und Herren, finden wie immer weitere Informationen, auch Interviews auf unserer Internetseite dreisat.de/skobel.
Eine Lösung des Problems, haben wir gesehen, liegt in der intensiveren Nutzung dessen, was wir bereits haben. Wollen wir wirklich Optionen und Potenz immer weiter vermehren, also mehr Möglichkeiten kaufen durch immer mehr Konsum, ohne jedoch von den Dingen selbst Gebrauch zu machen? Schlauer wäre es, statt zu konsumieren, die Konsumtion, also den Gebrauch der Dinge im Auge zu behalten. Wenn wir die Dinge, die wir haben, liegen lassen, warum haben wir sie dann? Wir sollten lernen, besser mit ihnen umzugehen, etwa indem wir ein Instrument tatsächlich erlernen oder eine Sprache, Sportart. Mode-Ikone Vivienne Westwood drückte das 2014 in einem Interview so aus: Buy less, choose well, make it last. Kaufe weniger, wähle gut aus und verhilf dem, was du erworben hast, zu Dauer, indem du es sorgsam, gewissermaßen zärtlich und freudig benutzt. Konsumieren Sie also das, was Sie haben, aber gewissermaßen tiefer, sinnlicher, kontemplativer. Das immer mehr wollen hört von alleine auf. In diesem Sinn genießen Sie diesen Abend, den Sie haben, denn Sie haben keinen anderen. Und tschüss.